Was reimt sich auf Schiene? Ich bleib in Wien! Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einer neuen Witze-Episode. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben nach langer Zeit wieder ein Video für euch. Du hast es nach langer Zeit wieder geschafft. Ja, du. Du hast eigentlich einen Job gefunden und Was für ein Job? YouTube ist mein Job. YouTube ist meine Leidenschaft, meine Passion, wie man in Frankreich sagt. Kennt ihr das von TikTok? Mann, ich hoffe, TikTok wird auch in Österreich gebannt. Aber jetzt, wo Sano TikTok sagt, okay? Ich habe was für euch von TikTok mitgebracht. Sie hat eine Überraschung für dich. Was? Sie hat eine Überraschung für dich. Okay. Hast du Lust auf eine Kapselsonne? Ja. Diesmal willst du es nicht klein haben. Salakadu, mibidin junan, bibidi babidi bu. Chick. Irgendwo muss die Kapselsonne da sein. Oh, wie hast du das gemacht? Danke, Sana. Bitte. Du bist unglaublich. Darf ich sie trinken? Nein. Aber ist das Orange und Pfirsich? Ich mag kein Pfirsich. Warum redest du so komisch? Ist das Orange oder Pfirsich? Ich mag kein Pfirsich. Ja, aber das red doch normal. Nimm du einfach das aus dem Kühlschrank. Ja, okay, dann trink das. Sano und Sar, ich habe was für euch auf TikTok mitgebracht, okay? Leute haben mir das geschickt auf TikTok. Das ist für den Beginn des Videos. Was mit der Schiene? Ja. Was reimt sich auf Schiene? Ich bleib in Wien! Ernsthaft? Weißt du, wie viele Likes das hat? Nein. 85.000. Oh nein. Oh! Was reimt sich Schiene? 85.000 Menschen haben dich gesehen. Was reimt sich Schiene? Biene. Sano, weißt du? 85.000. Weißt du, wie viele Augen das sind? Das sind 170.000 Augen, wenn da keine Blinden oder... Das sind vier Zahlen, oder? 5 Zahlen. Auch wenn es Blinde sind. Hä? Wie, dann haben sie es nicht gesehen. Ja, aber es gibt Leute, die blind und einäugig sind, dann sind es nicht 170.000 Augen, sondern vielleicht 169.788 oder so. Also, liebe Leute, die TikToks von Sano machen, macht auch mal Werbung. Folgt mir bitte. Ich heiße Sano.chips jetzt ab jetzt. Ja, Sano hat einen TikTok-Account, einen neuen. Ihr Alter wurde gesperrt, weil sie gefragt wurde, wie alt sie ist. Und sie war. Okay, gut. Also. Chips? Sano, warte. Sano, warte. Sei! Hört bitte kurz auf, Mann. Mann, deswegen mache ich so selten Videos. Ihr nervt von Anfang an, Mann. Lasst mich doch in Ruhe. Na, warum hast du Sarah gezwungen, ein Essen zu machen? Und ja, Leute. Ich wollte heute das Video machen und Sarah hat gesagt, nein, sie muss lernen. Dann habe ich sie bestochen mit Sushi und jetzt ist sie da. Bedrogen, meinst du? Bedrogen. Sarah, ich habe... Was? Ich habe sie bestochen. Was bedeutet bedrogen? Drogen geben? Ah, du meinst bestechen, nicht bedrogen. Welchen Bedrogen? Sie sagt, was bedeutet bedrogen? Drogen geben? Also. Was sind Drogen? Sind das was Leckeres? Nein, nein, das ist was wirklich, wirklich Schlechtes. Schmeckt nicht. Finger weg von Drogen, Kinder. Was ist Drogen? Essen oder ein Schimpfwort? Es ist ein Schimpfwort. Drogen. Nein. Drogen. Sano, hör auf jetzt. Okay, also. Sag das nicht in der Schule. Ich habe euch auf Instagram und Snapchat darum gebeten, mir neue Witze zu schicken. Und diese Witze habe ich mir dann rausgesucht und auch einige Witze aus YouTube von anderen YouTubern geklaut, weil ihr seid schon lustig, aber auf YouTube sind die Leute oft lustiger. Trotzdem. Ich glaube, ich bringe mich nach diesem Video um. Ein wunderbarer Abend im Hause Nuri. Und Mama bringt dich um, wenn du mich umsenkst. Nicht dich, Mann, ich hab mich... Egal, fangen wir mit diesen Witzen an, okay? Diese Witze-Episoden laufen immer gleich ab. Ich erzähle Witze, Sahar lacht, ich sitze dumm da und Sano versteht nichts. Und dann erklären wir es ihr, dann sagt sie was Lustiges und wir lachen alle gemeinsam. Genau. Und darum geht's hier. Wir wollen mit euch gemeinsam lachen. Sano, bitte schau nicht da rein. Ich schau eh nicht. Okay, schau da rein. Ich schwör auf mein Digga Gott TikTok, dass ich da schaue. Oh. Fangen wir an. Okay, der erste Witz. Manchmal trinke ich Wasser, um meine Leber zu überraschen. Trinkst du oft Wasser, Sano? Cola. Ich habe Gucci-Sandalen, sie machen Cola. Warte, war das gerade Apache? Ja. Voll. Leute, manchmal sitze ich in meinem Zimmer ganz traurig und einsam und überlege... Mach nicht so. Machst du traurig und einsam. Das Einzige, was er in seinem Zimmer macht, ich gehe rein, das Licht ist aus. Ernesto, schieß!
Call of Duty. Aber ja. ich will damit nur sagen, manchmal überlege ich in meinem Zimmer so, was kommt als nächstes Video, so was für, ich brauche neuen Content und ich vergesse dabei immer, dass ich dabei... Und dann sitzen wir hier und drehen die 6. Witze-Episode. Und Sano bringt uns zum Lachen. Nicht die Leute, die die Witze schicken. Sano, danke. Dass du da bist. Ohne dich wäre ich im Grab. Mama ist dankbar, weil sie hat mich rausgebracht. Okay, was sagt... Sie ist die Glückliche eigentlich. Was sagt die Wand zu anderen Wand? Was? Wir treffen dich. Nein, wir sehen... Schau, sie lacht jetzt. Ja, aber das ist nicht witzig. Hör zu, eine Wand sagt zu der anderen Wand, wir treffen uns an der Ecke. Den verstehst du. Komm schon, Mann, den verstehst du doch. Sano, komm, Mann. Sano, mach den Bitte, Mund du bist nicht in der neuen Schule, du musst die Sachen schon verstehen. Ich verstehe. Verstehst du? Okay, gut. Warum können Bienen so gut sumsen? Ja. Diese kleine fette Biene Maya. Maya macht für uns Honig. Der Witz hat noch nicht mal begonnen und du nervst schon und du bringst es schon zum Lachen. Warum können Bienen so gut rechnen? Weil sie fauschen. Nein, weil sie sich immer mit Summen beschäftigen. Ich meine, Sano hat irgendwie recht. Sie hat gesagt, sumsen. Yay! Yeah. Ja! Aber es ist für nicht. Egal, eine Chipshandklatsche, komm. Echt? Ja, komm. Ja, ich wasch danach. Wie nennt man Sahab ohne Lache? Soll ich sagen? Kein Geld für Alibaba. Warte ganz kurz. Oh, meine schönen langen Wimpern, die fallen aus, aber die wachsen so schnell nach. Wirklich lang. Ich weiß, ich hab kranke Wimpern, Leute, schaut mal her. Okay. Stehen Frauen darauf, wenn Männer lange Wimpern haben? Nein. Frauen stehen darauf, selber lange Wimpern zu haben. Oh. Nicht, wenn ihr Mann längere Wimpern als sie selbst hat. Dann stehen sie auch nicht auf meine Stöckelschuhe. Und mach mich weg. Okay. Was? So gibt man den Zuschauern Bescheid, das macht Mosch. Nein, Sano. Sag noch nicht, dass Massi weg ist. Ich mache noch ein Video darüber. Ja, er muss noch Geld damit machen. Genau. Nein, Massi, das nicht, aber es kommt noch Massi ein Video. Massi kommt nie wieder zu uns. Sano, hör auf damit jetzt, okay? Ist kein Witz, aber du bist so hässlich, dass bei dir eingebrochen wird, um die Vorhänge zu schließen. Danke. Wer das geschrieben hat, ich wohne im 8. Stock. Das ist schwer, da einzubrechen. Vor allem ist das theoretisch nicht der 8. Stock, weil... Sano, warum musst du klugscheißen? Es ist der 8. Stock. Okay, egal. Egal. Und man darf nicht die Menschen, fremde Menschen Aber sagen. Ist es dir nicht schon mal aufgefallen, dass unser 8. Stock viel höher ist als ein gewöhnlicher 8. Stock? Schon, oder? Ja, ich war schon so auf den 8. Stöcken, dass ich mir bei unserem 8. Stock dachte, irgendwas stimmt da nicht. Ich muss auf einen anderen 8. Stock, da vielleicht fällt mir auf, was genau da nicht stimmt. Geht Lisa mit ihrer Mutter einkaufen? Fragt Lisa, Mama, darf ich Räder schlagen? Also Rad schlagen. Ja. Sagt die Mutter, ja, aber pass bloß auf, dass niemand deine Unterhose sieht. Sie sagt ja und ging los, um Räder zu schlagen. Und die Mutter war dann fertig mit Einkaufen und fragte Lisa, hat jemand deine Unterhose gesehen? Sagt Lisa, nein. Ich habe sie davor ausgezogen. Das habe ich verstanden. Oh mein Gott. Das habe ich verstanden. Wirklich, das habe ich verstanden. Yeah. Okay. Wenn es über Nackten geht, das verstehe ich. Jedes Mal, wenn ein Vogel... Nackt. Hört zu. Jedes Mal, wenn ein Vogel auf mein Auto kotet, gehe ich auf meine Terrasse... Was bedeutet Kote? Scheißen. Einfach fett drauf scheißen. Okay? jedes Mal, wenn ein Vogel auf mein Auto kotet, gehe ich auf meine Terrasse und esse Rührei, einfach nur um zu zeigen, wer hier der Boss ist. Was ist der Unterschied zwischen Behinderten und meinen Witzen? Dass du behindert bist. Und du lachst? Wo ist dein Herz? Nein, Sano. Warte, was ist der Unterschied zwischen Behinderten und wessen Witzen? Und seinen Witzen. Oder meinen. Oder deinen. Soll ich sagen? Was? Dass man über Behinderte lacht. Ich weiß nicht, was behindert bedeutet. Sag es mir. Ich bin schon bereit. Ich habe schon ein Schimpfwort, was das bedeutet. Sano, das ist kein Schimpfwort. Das ist erstens kein Schimpfwort. Das sind Leute, die körpliche Einschränkungen, Beeinträchtigungen haben. Das weiß man. Okay, warte. Du hast Einschränkungen gesagt. Ich brauche ein paar Tagen, weil ich brauche auch ein paar Tagen. Ich verstehe es gar nicht. Okay. Sano, fass mich nicht mit deinen Chips hinten an am Nacken, okay? Ich habe gerade Ich habe das gemacht. Sie gibt dir Nackenklatsche mit ihrer Chips an. Mann, so nervig. Nur weil ich ein Video machen will, muss ich mir das gefallen lassen. Zum Glück kommt der Virus. Zum Glück kommt der Virus. Das ist zu
zu viele Haare, Digga. Sarah, sag nicht Digga, bitte, du bist 11, Mann. Digga, was geht? TikTok macht dich fertig. Ich habe so Angst, dass sie nächstes Jahr sich eine Bauchtasche kauft. Und noch irgendwelche Jobs. Ja, ich kauf's mir. Nein. Ja. Oh, nein. Ja. Das mag ich gar machen, was ich will. Nein. Zum Glück kommt der Virus aus China. Stellt euch vor, was passieren würde. Was hast du gesagt? Dass der Virus aus China kommt. Zum Glück kommt der Virus aus China. Stellt euch vor, was passieren würde, wäre es ein Original. Sie haben Fledermäuse gegessen. Weiter sagen kannst du. Vicky lacht eh, keine Sorge. Ich habe vor Jahren einen Boomerang weggeschmissen. Jetzt lebe ich in ständiger Angst. Was bedeutet das? Ein Boomerang kommt ja immer zurück, wenn man ihn wirft. Was heißt da? Es kommt doch zurück. Nein, es kommt zurück. Was ist ein Boomer? Was ist ein Boomer? Ja, ey, siehst du? Was? Sarah, kein Nackenklatscher jetzt. Du hast gerade dabei einen Nackenklatscher. Ein Arsch? Kein Arsch. Nackenklatscher. Schau, Boomerang ist... Nein! Hör auf mit Nackenklatschern. Okay. Hör zu, ein Boomerang ist so ein... so ein Holzteil, das ich glaube aufgrund seiner Form, wenn man es wirft, zurückkommt. Soll ich dir ein Video von einem Boomerang... Das ist ein Frisbee, Digga. Ja, ja, sagen wir Frisbee, okay, aber es kommt immer zurück, wenn man es wirft. Dann nenn gleich im Deutsch Frisbee. Kennst du das von TikTok? Ich crew meine Digger. Ich crew meine Digger. Das ist ein Song. Ich chucke meine Diggers und ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es ist Digger meine Crew und ich crew meine Digger. Ja, Digger meine Crew. Ich kenn's nicht. Ich kenn's auch nicht, aber es ergibt halt keinen Sinn. Leute, welchen Song meint Zano? Bitte schreibt's in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Nächster Witz. Kurt hat keine Arme und keine Beine. Klopf, klopf. Wer ist da? Bestimmt nicht Kurt. Oh, der Arme. Gott beschützt uns. Arzt im Krankenhaus zum Patienten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Patient, okay, ich will zuerst die gute Nachricht hören. Arzt, nach Ihnen wird ein Bett frei. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Patient womöglich von uns gehen wird, von der Erde. Und dann seinen Platz im Spital ein anderer Patient bekommt. Das bedeutet das, wie? Er wird sterben. Er wird sterben. Und das ist das nicht Bett gleich sagen? Danke. Wir wollen ein bisschen sensibel wirken auf die Leute, weißt du? Deswegen. Au, Sano! Sano, hör auf damit. Ich schau, wenn das Video aus ist, schlage ich dich zusammen. Ich mein's ernst. Okay. Ah, mal kurz einen Abstecher bei der Tankstelle machen. Christian, 45, Massenmörder. Er ist ein Mörderer. Mörderer? Er macht einen kurzen Abstecher und bringt Leute um. Aber das. Ja, wiederhol es nicht, sonst ist es nicht mehr witzig. Okay, tut mir leid, Sarah. Tut mir leid, dass du YouTube so gut verstehst wie ich. Der das so lange macht und das ganze Licht, die Kamera, alles Mögliche gekauft hat. Und du glaubst, du kannst dich trotzdem besser hier verstehen mit der Kamera als ich. Hast du deine Tage oder so? Ich habe einmal im alten Donau gesehen. Sie hat ihn Tage gehabt. Ich glaube, ich werde den Namen der Person ausschneiden, aber das, was sie gesagt hat, drin lassen. Sie konnte nicht schwimmen, weil... konnte dann alles. Ja. Egal, Thema wechseln. Wir... I'm a sandwich. Und woher weißt du das? Weil ich bin 11, Digga, ich habe alles gelernt. Biologie, ja. Kommt alles Körperteile. Ich dachte, sie sagt letztens, ich habe keine Biografie. Bei Biologie, Biologie lernt alles. Schau, okay. Natur, Erde, Pilze, Tiere, Körperteile, nackte Menschen. Pilze und nackte Menschen. Ich weiß so viel, aber das will ich nicht erzählen, weil das sehr viele Sachen sind, was vielleicht Mama ein bisschen böse wird. Aber ich sag einfach, das ist Hausübung. Echte Männer stehen auf Frauen mit Kurven. Maike, 135 Kilogramm, ist wohl eher ein Kreisverkehr. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Also eine Frau ist von Gewicht her 135 Kilo. Wie Norbit? Ja, ja. Norbit? Ja, eine Frau, die 135 Kilo wiegt, sagt, echte Männer stehen auf Frauen mit Kurven, okay? Aber sie ist ein Kreisverkehr. Keine Ahnung, wie erkläre ich das sonst? Ja, sie ist einfach fett. Das ist schon hart von dir, sagen. Also, dieses Mädchen braucht einen Freund. Ich habe einen. Ernesto! Wo? Nein, ich glaube, den Witz kann ich vor Sano nicht bringen.
Okay. Sie hält die Ohren nicht zu. Wie kannst du so naiv sein? Sie wirklich. Schau, wie sie lacht. Okay, ich höre wirklich nicht, ich schwöre. Ich schwöre auf TikTok und Gott und Digga, okay? Aber ich habe wirklich gute Ohren. Ich höre es wirklich. Ich meine nicht so. Das heißt, du hörst es. Nein, mach einfach. Okay, ich höre es. Okay, ich mache einen kurzen Hörtest. Schuhschnecke, wie geht's? Mir geht's gut. Mach's einfach. TikTok macht die Leute kaputt. Weil du machst es laut, deshalb. Okay. Wo arbeitet eigentlich Kevins Mutter? Kennst du die Bäckerei gegenüber vom Puff? Ja, da gegenüber. Sie versteht das eh nicht. Ja, du verstehst sie. Jetzt kannst du es nicht sagen, ich hab's gehört. Okay, wenn der Mathelehrer fragt, was man noch kürzen kann, ist ihr Gehalt definitiv die falsche Antwort. Sarah, du hast doch negative Erfahrungen mit Mathematik gemacht nicht in der mehr. Vergangenheit. Okay. Sie hat eine 5 vor. Sanna, für jemanden, egal. Egal, ich sag nur nichts. Ich hab wenigstens eine 3 als du. Ich habe eine 3 in Mathe. Ja, machen wir weiter. Ich sag nur nichts. Mein Vater wollte letztens einen Puff in einem... Oh, der ist zu hart, den kann ich nicht auf YouTube erzählen. Lies mal. Darf ich auch bitte? Nein, natürlich nicht. Kevin zur Lehrerin. Sollte Kevin man allein zu Hause. Nein. Kevin zur Lehrerin. Allein in New York? Kevin zur Lehrerin. Sollte man für etwas bestraft werden, das man gar nicht gemacht hat? Genau wie Kevin allein zu Hause. Ja, Lehrerin. Natürlich nicht. Das wäre unfair. Kevin, gut, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich wusste, dass das kommt. Nächster Witz mit Schniedelwutz. Kannst du mir erst... Lass uns... Lol. Oh mein Gott, der Witz ist so gut. Ich schwöre, ich war so stolz, dass ich den Witz gefunden habe im Internet. Hör zu. Ein Clown ohne Eltern ist lustigerweise... Obdachlos. Nicht obdachlos. Obdachlos. Hör zu, nein, ich will dir erzählen, dass... Hör zu. Ja? Ein Clown ohne Eltern ist lustigerweise ein lustiger Weise. Was bedeutet das? Erklär mal, was Weise bedeutet. Weise sind Leute, die keine Eltern haben. Aber man kriegt dann andere Eltern dann. Was heißt, man kriegt andere Eltern? Nein, dann gibt es... Achso, du meinst, du wirst adoptiert? Ja. Ja, das... Ja, Souvenir! Souvenir! Model Family! Model Family? Schauen wir heute Model Family? Ja. Okay. Ja, ich hab... Oder nein, ich weiß nicht, ich wollte Call of Duty zocken. Musst du nicht lernen für deine Prüfung? Ja, musst du nicht lernen? Schauen wir Modern Family. Ja, okay. Wir wollten noch einen Trick zeigen für euch. Wir kennen es sehr gut. 1, 2, 3. Ich wollte Viagra im Altenheim verkaufen, doch der Slogan Stendertime im Rentnerheim kam nicht gut an. Stendertime im Rentnerheim? Ja. And guys, this video is beendet. Beendet, I don't know what this beendet in English. This is... Schluss. Es hat uns sehr gefreut, euch wieder hoffentlich zum Lachen zu bringen. Wenn nicht, dann... Versuch's mit einem anderen ich Video hab eine, von uns. Du hast keine Bombe. Für Leute, die denken, dass wir uns über Behinderte lustig machen oder dass wir über Stimmt Kranke nicht. Lachen Überhaupt oder nicht. Dass wir Witze machen, die halt unangebracht sind. Wir versuchen in diesen harten Zeiten einfach nur euch ein Lächeln ins Gesicht ihr zu zaubern. Ihr wisst doch ganz genau, dass Sahai das nicht versteht, weil sie ist adoptiert geworden. Deshalb. Ja. Und adoptierte Kinder verstehen das nicht. Ja. Stimmt's, kleines Mädchen? Los, dass ich den Namen nicht kenne. Und dein Vater muss eigentlich in 15 Minuten da sein. Das heißt, pack deine Sachen und verpiss dich hier. Der war schon hart. Also das am Ende ging schon zu hart zu. Okay, folgt mir auf Instagram und addet mich auf Snapchat, um in Zukunft sehen zu können, was für ein trauriges Leben ich führe. Du bist eigentlich der Glückliche. Du hast uns gezwungen, hier zu machen. Okay, der war gut. Das war's, auf Wiedersehen und hasta la vista! Aua. Du, ich hab mich jetzt.